Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. So, dann wollen wir mal hier wieder raus. Raus. Die Dinge haben wir, das sind so eine abgeschlossen, genau. Was ist denn das hier eigentlich? Lass mal da hinreiten, das ist ja gleich hier in der Nähe. Nobu, los, komm! Du bist ein braver Junge. Wir sind wieder am Start hier mit unserem Zossen. Da ist noch eine Blummel. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh, der Vogel. Höher! Der goldene Piepmatz. Ja, geht gleich los. Ach so, das ist unsere Aufgabe. Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Genau. Wir sind der Samurai und wir machen das. Ein Zuhause. Da hinten sehe ich doch schon den ersten, ne? Mongolen. Kommt her und kämpft! Samurai, Tokugawa! Yum he gets samurai. Yamar de Yum Harbu. Das sind ziemlich aggressive Jungs hier. Ah!
Oh nein! Oh, der war doch der Letzte hier. Der letzte Mongolikaner. Mongolen. Tentwing, Halak, we Yamar negyum harvu. Tend harakta kultwen. Tendwen. Hanon. Firni galli. Jump harak du. Ich bin kein Samurai mehr. Ich bin jetzt ein Assassine. Dosho. 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 Wie kann ich denn hier nochmal Dings auswählen? Diese Klingen. Ach so. Ja, warte mal. Jetzt habe ich ihn davon verschossen. Verdammt. Wo ist denn hier Option? Ich muss erst mal gucken. Schießen. Fernkampfwaffe oder Munition wählen. Wie wähle ich Munition? Kampfhaltung oder R2 drückt halten. Dosho! 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 Der Mumbai Starla, Hanoi. Der Tenbagayo, den Harakta Kulpen. Yamar negyum harvu, yum alga. Verten bagayo, ten harakta kulpen. Yot khaj, kete bol khomchda. Ara multar chatakwe. Verdammt. Junge, nee, Alter. Erwähnte Frau und Kind. Das war aber jetzt hier.
Hier irgendwas dabei? Ne, wa? Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Sehr schön. Eisen ist immer gut. Wäsche. Noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Oh je. Guck mal da hinten. Seid ihr sehen? Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Oh, wir haben ja schon 2 Punkte jetzt. Und das ist schon wieder ein Talisman. Du kriegst ja für jeden Scheiß hier ein Talisman jetzt. Vorher hast du die Hacke gehabt und jetzt hast du hier Talismanie ohne Ende. Das ist denn der andere jetzt hier? Oh. Nimm ich doch den, wa? Das ist das hier nochmal gewesen? Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach, hier. Wir haben 2 zusätzliche Punkte. Das sind zu viele. Ich muss schneller sein. Den nächsten töten, wenn der erste blutet. Ach, hier brauche ich schon wieder 2 Punkte, denn. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich das hier noch mal da. Malträtiere deinen Gegner mit 2 durchbohrenden Schlägen. Gedrückt halten und dann tippen. Na. Was haben wir hier? Ausweichen vielleicht irgendwas? Ein ausweichender Schlag, der gegen langsamen Gegner von Nutzen ist. Könnten wir mal hinkriegen hier. Lass mal das hier. Die sind hier mal ganz schön stark, die Hunde. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ich
Hier haben wir den goldenen Tempel. Was haben wir hier? Alte Handelsposten. Kampfhaltungsfortschritt. Machen wir noch schnell, oder? Du bist ein braves Pferd, Novo. Los, auf geht's. Wer kennt's nicht, den berühmten Novo-Virus? So, dann brauchen wir ja eigentlich bloß hier an der Straße lang reiten. Moment. Haben die sich gegenseitig bekämpft hier? Ich würde dich gegen nichts tauschen. Schnell, Nobu! Aber hier oben? Goldener Wald? Die haben doch hier nichts, oder? Doch, hier ist ein bisschen was. So der rechte Lohn für mich. Oh, hier. Schläft, ich dachte, ist tot. Ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten anderen Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Ach, dann waren das Banditen. Ah, okay. Das erklärt ein jetzt. Habt ihr hier Wertsachen? Es wird gut. Es muss einfach Hoffnung behalten. War da hinten noch was? Da ist doch noch was. Ihr verschweigt mir doch hier was. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist nichts drinne. Da blitzt und blinkt jetzt schon da drin. Ich sehe doch von hier aus. Oh, ein Blümchen. Wir haben doch jetzt hier noch Blümchen, oder? Halt. Ist das hier sinnvoll, die zu stehlen? Man weiß es nicht. Da, schon wieder zum Vogel. Kann ich schwimmen?
Ich muss den goldenen Vogel, den muss ich hinterher. Wasser und Geist ruhig. Tief im Schatten der Natur. Standhaft stehen wir. Stirnband auf Zuflucht, Wasser und Geist ruhig, tief im Schatten der Natur, standhaft stehen wir. Cool. Kleidung. Rüstungsschmieden. Da wirst du schon, dass das eine Frau ist. Aufzeichnungen. Der Preis des Eisens. Okay. Heiße Quellen. Jedem Krieger wird schnell klar, dass die körperlichen und psychischen Strapazen des Kämpfens Ruhe und Erholung erfordern. Glücklicherweise finden sich überall auf Tsushima ruhige und wunderschöne heiße Quellen. Besuche sie, um der Erschöpfung durch die Kämpfe entgegenzuwirken. Heiße Quellen erhöht deine maximale Gesundheit. Cool. Shinto-Schreine. Der Weg der Kami, auch Shinto genannt, ist eng mit dem Alltagsleben auf Tsushima verflochten. Überall auf der Insel finden sich Schreine, viele gerieten im Laufe der Zeit in Vergessenheit, doch wagemutige Entdecker können sie aufstöbern. Schreine enthalten Talismane und Ligusterholz. Haben wir Ligusterholz gefunden da? Nee, glaube nicht, wa? Haben wir da nicht gesucht. Was kann der eigentlich? Achso, wir müssen ja sowieso rüber. Da ist der Handelsposten. Muss mal pinkeln. Ohne Scheiß, das Spiel zu holen, hat sich jetzt schon bemerkbar gemacht. Vor allen Dingen kostet, war ich bei uns gewesen hier beim Expert. Ja, wir haben es gehabt, aber ist schon ausverkauft. Nachmittags. Ich war, wo Last of Us 2 rauskam, auch nachmittags da gewesen. Da die denn die, da gab's das noch. Und Ghost of Tsushima, aber dann die gekauft. 5 Exemplare, wenn überhaupt. Alter. Schweine. Tja, und dann ist ja. Dann bin ich nach Real gefahren. 30 Minuten entfernt. Hier, der läuft von alleine. I'm walking on sunshine. Whoa. Da habe ich denn das Spiel für 69,95. Alles klar, habe ich dann bezahlt. War mir ja egal gewesen, der Preis. Und dann auf immer. Der läuft immer weiter. Was ist mit dem Ding? Merkwürdig. Und im Endeffekt habe ich 60 Euro noch was ver. Töte einen Gegner. Ne.
Kann ich hier einfach hier vorne klopfen? Und dann einfach stiften gehen? Ja, 60 Euro habe ich bezahlt für. Cool. Kann er mal aufhören zu laufen? Kämpfen wir! Ah, gleich der Chef hier. Anführer getötet, ein Blödsinn. Ach, ein Glück gehabt hier. Jetzt sehen wir erstmal stiften. Ha, geil. Die Wasserkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schilde. Okay. Schildbrecher dreimal. Ja, da wir haben so ein Glück gerade gehabt, dass wir den Boss hier. Dass wir den Boss hier für das gekriegt haben. Alter, das war richtig Glück. Muss ich ihn jetzt noch machen? Drücke R2. Ach so. Ah, okay. Aber ist ja eh keiner mehr da. Wir haben den Boss umgenietet und der Dicke ist gleich stiften hier. Sehr nice. Ist der jetzt abgeschlossen, der Handelsposten? Haha, ist das geil. Ach, herrlich. Ich dachte noch so, schaffen wir das überhaupt noch in der Zeit? Die zählen noch irgendwo nach oben? Nö, die haben hier ja nichts. Gucken wir mal hier oben, wa? Kunai sind voll. Abgunai. Oh, der Krater macht sich vom Napf bereit. 17:05 Uhr. Schon wieder eine Stunde zu früh, ja, und der Kater, der Hund. Stahl. Okay. Wie sollen wir damit machen können? So, den können wir nicht looten. Die Dinge hatten wir schon. Guck nochmal hier immer rundherum. Macht so Laune, das Spiel. War ich hier schon drin? Bin mir gerade nicht so sicher. Doch. Der Stelle habe ich vom Krater erzählt. Gut, haben wir abgeschlossen. Sind auf die Dinger eigentlich irgendwas drauf?
Nicht so, wa? Oh, doch. Gibt es auch noch was? Sind hier noch mehr so eine Türme? Nee. Ist doof, wenn die Kamera nicht umschwenkt und er wieder hochläuft. So, ja. Schön. Hier ein Samurai aufgespießt. Ekelhaft. Hier werden Leichen verbrannt. Na gut, Freunde der Sonne. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.